Und am Montag früh habe ich gehört, dass sich am Wochenende in Grünheide, also im September, das neue Forum gegründet hat. Und habe dann auch diesen Aufruf gelesen und also habe mir den geholt von einer Freundin und die jetzt eine Angehörige war von jemandem, der dabei war bei der Gründung und war sofort, also habe meine kleine Tochter in den Kinderwagen gepackt, bin zum Teutoburger Platz gefahren, da wo Babel Buley damals wohnte. Katja Havemann machte mir die Tür auf und ich sagte, wo kann ich hier unterschreiben? So, und die war erst ganz so, und habe ich dann gesagt, und das Bärbel Buley da, also das Bärbel da, na, die ist oben, die telefoniert gerade, die hat ja den ganzen Tag dann auch telefoniert und so, aber komm mal rein. Und dann bin ich mit Lisa, also mit meiner Tochter da rein und dann waren da eben Zettel, die waren alle noch handgeschrieben, ne, so. Und dann habe ich gesagt, ich bin so froh, also das war für mich so eine Erleichterung, weil eigentlich den ganzen Sommer, wir hatten ein kleines Haus mit Freunden außerhalb von Berlin und in den Ferien haben wir da gesessen und die Ausreisezahlen, die waren wie, also die Zahlen der Ausreiser, die waren wie Wasserstandsmeldung für uns. Also das ging immer höher und das war, man war hilflos, also ich habe mich hilflos gefühlt, weil ich dachte, irgendwas muss passieren, damit die Leute hier bleiben, damit es eine Veränderung gibt, weil dass es eine Veränderung gibt, also die wir auch alle wollten oder so, war klar. So. Und das war sozusagen, das war wie ein Befreiungsschlag an dem Tag, also der Aufruf vom neuen Forum. Und ich habe dann auch mich gemeldet als Kontaktadresse, also das heißt, zu mir kamen dann auch Leute, die unterschreiben wollten. Und das war dann irrsinnig interessant. Ich werde das nie vergessen, dass es Leute gab, die eben, ja, genauso wie ich oder Freunde von mir ganz mutig in meine Wohnung kamen und die gesagt haben, ich unterschreibe das jetzt und hast du noch irgendwas, was man noch lesen kann, Neues und so. Und dann gab es eben Leute, die haben mich angerufen. Ich hatte damals ein Telefon, weil mein Mann bei Robotron gearbeitet hat, hatte ja nicht jeder. Und gab es eben Leute, die sich mit mir wirklich konspirativ treffen wollten. Ne? Ich habe eine Erinnerung an einen Mann, der ist unten in meinen Hausflur gekommen, der hatte auch ein Parteiabzeichen dran. Ich habe ihn natürlich nicht gefragt, was er macht oder so. Ne? Und der war so aufgeregt, aber er hat gesagt, ich muss irgendwas tun und so. Und ich möchte gerne meine Unterschrift hier runtersetzen. Und das fand ich irrsinnig mutig. Und das hat eben auch diesen Aufruf für mich ausgemacht, diesen Aufruf vom neuen Forum, dass der wirklich so formuliert war, dass der alle eingeladen hat. Ja, da gab es eine ziemlich heftige Auseinandersetzung, weil es gab natürlich schon damals eine Gruppe von Leuten im neuen Forum, was für mich heute viel verständlicher ist, die sozusagen eine Partei gründen wollten und ganz andere Interessen hatten. Also die wollten in die Parlamente, die wollten von dort aus mitbestimmen. Und ich war ein sehr basisdemokratischer Mensch, also bin ich heute noch. Und deshalb bin ich auch nie in eine Partei eingetreten, obwohl es möglich gewesen wäre vielleicht. Die Freunde von mir und die Freundin, die waren eben alle mehr oder weniger basisdemokratisch. Und wir hatten dann, nachdem wir den ersten Tag dort waren und die Angst hatten, das geht in irgendwie eine Richtung, und zwar in Richtung Partei, haben wir dann Transparente gemalt und sind auf die Bühne auch, um das zu zeigen. Und eine Freundin von mir, die hat dann Spalttabletten verteilt, weil das war überhaupt das Größte, dass wir Angst hatten, dass sich die Bewegung eben spaltet. Ne? Und dass man dann, weiß ja jeder, dass man dann eben schwächer ist.